Die Frage, der wir uns nun widmen, ist die nach den Grundpfeilern der deutschen Außenpolitik. Und da muss man zunächst die Frage beantworten, wer macht überhaupt Außenpolitik in der Bundesrepublik Deutschland? Und das ist nach Artikel 73 des Grundgesetzes zunächst erstmal der Bund. Natürlich sind die Länder eingebunden, wenn es beispielsweise um Europapolitik geht. Aber der Bund war sehr, sehr stark, vor allem in der ersten Phase der deutschen Außenpolitik, die es an sich ja bis 1955 überhaupt nicht gab. Denn wir sprechen hier davon, dass Deutschland an sich gar kein souveräner Staat war. Dann hat der erste deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer aber vor allem verschiedene Initiativen auf den Weg gebracht, nämlich die sogenannte Wiederbewaffnung. Also wir wissen, dass die Bundeswehr 1956 geschaffen wurde. Das war aber auch nur möglich, weil Deutschland Mitglied der NATO, der North Atlantic Treaty Organization, wurde 1955. Es gab verschiedene Initiativen dahin, Europa zu institutionalisieren. Die sogenannte Montanunion von 1951, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die römischen Verträge mit drei Vertragswerken von 1957. Also hier die Westbindung sehr, sehr stark als ein großer Pfeiler der deutschen Außenpolitik. Später dann in der sozialliberalen Koalition in den 70er Jahren, initiiert schon in der Großen Koalition von Willy Brandt, dem Friedensnobelpreisträger, die Ostpolitik als zweiter großer Pfeiler der deutschen Außenpolitik. Wo es auch so ein paar Vertragswerke gab, beispielsweise die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit von 1975, die von vielen heute gesehen wird als wichtiges Vertragswerk auf dem Weg zur Annäherung des Westens und des Ostens, auf dem Weg zur deutschen Einheit. Als grundlegende Prinzipien, liest man häufig in der Literatur, gibt es zwei Normen, die durchaus auch einander widersprechen können. Man sagt da häufig never again. Also niemals wieder Auschwitz, niemals wieder Völkermord und never alone. Also niemals wieder Machtpolitik, unilaterale Machtpolitik. Deutschland handelt also am liebsten mit den Partnern, am liebsten in der Europäischen Union, am liebsten in den Vereinten Nationen. Und das sind natürlich zwei wichtige Normen, die das deutsche Verhalten in den nächsten Jahrzehnten geprägt haben. Also die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen 1973, aber auch dann das Bündnis mit Frankreich, die Achse mit Frankreich. Frankreich und Deutschland als Motoren der europäischen Integration. Eine sehr starke Orientierung an Menschenrechten, Entwicklungszusammenarbeit, ein Antimilitarismus und eben das, was wir Zivilmacht nennen. Ein wichtiger Begriff zur Erklärung deutscher Außenpolitik, sodass Deutschland nach und nach dann in der Lage war, Führung zu übernehmen in den internationalen Beziehungen, in den Vereinten Nationen, sogenannte strukturelle Führung. Es war ein reicher Staat, der eben auch was einbringen konnte. Wir sprechen auch von unternehmerischer Führung. Deutschland war zunehmend in der Lage, Koalitionen zusammenzubringen, die Agenda in den internationalen Beziehungen zu bestimmen und sogenannte intellektuelle Führung, also Visionen für eine Ordnung im Nahen Osten beispielsweise, für die Europäische Union, für die Erweiterung der Europäischen Union zu formulieren. All das machte Deutschland in den letzten Jahrzehnten aus. Und deswegen ist Deutschland heute ein sehr starker Akteur in der internationalen Politik.